Leute, ich arbeite seit so vielen Jahren als Hundeverhaltenstherapeut. Ich habe noch nie gesehen, dass eine Mutterhündin ihre Kinder mit einer Leine geführt hat. Es ist nichts Natürliches. Aber wir Menschen brauchen diese Leine, vor allen Dingen in der Stadt. Und damit der Hund sich wohlfühlt an der Leine, gibt es hier ein paar Tipps und Tricks von mir. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Massi Samin. Ich bin Hundeverhaltenstherapeut. Das ist mein Co-Moderator, der Doug. Schön, dass du da bist. Und wir sprechen heute über die Leinführigkeit von Hunden. Komischerweise haben die meisten meiner Klienten Probleme mit der Leinführung ihrer Hunde, beziehungsweise ihre Hunde haben Probleme mit der Leinführung ihrer Menschen. Und darüber sprechen wir heute. Die Leinenführigkeit, ein sehr, sehr schwieriges Thema für die meisten Hunde und für die Halter. Und ich glaube, ich habe kaum etwas so intensiv üben müssen selbst. Auch für mich, ich bin in Köln bis zu 15 Hunden rumgelaufen, wie die Leinenführigkeit. Die Leinenführigkeit ist etwas, was für den Hund erstmal unnatürlich ist. Klar, der kennt die Leine nicht. Das ist ein menschliches Instrument. Und wir Menschen müssen dem Hund beibringen, was so eine Leine zu bedeuten hat. Wie man sie einsetzt, wie der Hund damit umgeht und dass er bloß keine negativen Erfahrungen damit macht. Das heißt also, das erste Mal Anleinen für unerfahrene Hunde ist sehr, sehr wichtig. Er muss verstehen, dass die Leine nichts Negatives ist, dass es kein Hindernis ist, sondern einfach nur wie so eine Art Führung, die Sicherheit bietet und dem Hund nicht Last gibt, sondern ihm die Last abnimmt. Wenn ich einem unerfahrenen Hund die Leinenführigkeit beibringen möchte, brauche ich vor allen Dingen Geduld, das ist sehr, sehr wichtig, und eine reizarme Umgebung, damit der Hund nicht von 10.000 Reizen überfordert ist, sondern sich auf eine sehr wichtige Sache konzentrieren kann. Was für ein Equipment brauche ich eigentlich? Ein gut sitzendes Geschirr mit einem langen Rückensteg, eine gute, griffige Leine, mit der ich ein gutes Gefühl habe. Übrigens, über dieses Thema habe ich schon mal gesprochen, das verlinke ich euch einfach mal unten, dann könnt ihr euch das mal nachschauen. Dann ist es sehr, sehr wichtig, dass der Hund immer erfährt, was mit ihm passiert. Das heißt also, wenn ich ihm einfach nur irgendein Geschirr überziehe, ist das wie so der kratzige Pullover der Oma, den man ungern anzieht. Der Hund muss immer erfahren, was mit ihm passiert. Also führe ich ihn sanft und positiv dadurch. Das heißt also, am besten haltet ihr irgendwie so ein Leckerchen oder sowas vor dem Geschirr. Ich habe hier mal so eins. Und dann geht er da durch. Dann anschließend hat er etwas Positives damit verknüpft. Nicht nur einmal, mehrfach. Das ist sehr, sehr wichtig. Anschließend gehe ich durch die Türe, wenn ich rausgehe, das heißt also, wenn ich den Spaziergang beginne, ist es sehr wichtig, dass der Hund mit der offenen Türe nicht einfach damit verbindet, alles klar, offene Türe, ich renne raus, sondern dass er versteht, da ist jemand, der mit mir gemeinsam rausgeht. Dementsprechend ist es gar nicht so wichtig, dass wir zuerst gehen oder der Hund zuerst durch die Türe geht, damit hat er nicht die Weltherrschaft an sich gerissen. Es ist viel wichtiger, dass er versteht, dass da jemand mit ihm gemeinsam rausgeht, also dass es eine gemeinsame Aktivität ist. Wenn der Hund jetzt anfängt zu ziehen, bleibe ich einfach stehen. Das heißt also, der geht nicht mehr nach vorne. Sobald er anfängt zu ziehen, wird er keinen Erfolg damit haben. Also wenn er anfängt zu ziehen, wird er nicht unbedingt auch nach hinten gerissen, weil dann sind wir auch kein Vorbild. Das heißt also, du ziehst, ich ziehe. Sondern vielmehr, du kommst einfach nicht nach vorne. Dann wird er relativ schnell merken, gut, ziehen bringt hierbei nichts. Lass ich jetzt auch nur ein Stück weit die Leine locker. Wenn er anfängt zu ziehen, merkt er, ich muss stark genug ziehen, ich komme immer wieder nach vorne. Das nächste Mal sieht er einen anderen Hund auf deiner Straßenseite, zieht umso stärker. Weil er sich denkt, hey, warte mal ganz kurz, ich bin immer nach vorne gekommen, wenn ich gezogen habe. Wenn ihr den Hund am Geschirr befestigt, müsst ihr darauf achten, dass er vorne an der Brust gut gepolstert ist. Dass ihm das nicht wehtut, dass er ein positives Gefühl damit hat. Diese Methode, in der man stehen bleibt, nennt man Be the Tree. Das heißt also, sei der Baum. Du ziehst nach vorne, du kommst keinen Millimeter nach vorne. Ich habe Wurzeln geschlagen. Jetzt geht es darum, dass wenn der Hund in Situationen ist, wie beispielsweise im Kontakt mit anderen Hunden, mit Artgenossen, und der andere Hund, also der Entgegenkommende, ohne Leine ist und in uns reinrennt, dann ist es wichtig, die Leine ganz, ganz locker zu halten, dass der Hund das nicht als Hindernis ansieht, sondern vielmehr seine körpersprachliche Vielfalt komplett zeigen kann. Ob er, wenn er jetzt nach links oder nach rechts geht, dass er nicht daran gehindert ist und in irgendeiner Bredouille steckt und sagt, um Gottes Willen, da kommt ein anderer Hund, der riecht an mir und ich komme nicht hier weg. Wenn ihr jetzt stehen bleibt und weitergeht, wie beispielsweise an der Ampel, dann bereitet euren Hund vor. Das, was unten passiert, muss auch oben ankommen und genauso andersrum. Das heißt also, wir sind hier gemeinsam unterwegs und ich bereite immer den Hund darauf vor, was als nächstes passiert. Bleibe ich stehen, sage ich es, gehe ich weiter, sage ich es ebenfalls. Stellt euch einfach vor, ihr habt ein Kind an der Hand, nicht an der Leine. Da würdet ihr auch nicht einfach reißen, sondern sehr behutsam damit umgehen. Das Kind immer darauf vorbereiten, wir bleiben jetzt stehen, komm, wir gehen jetzt weiter. So verknüpft auch der Hund diese Signale mit der Situation und kann sich viel, viel mehr auf euch verlassen und sieht diese Leine nicht mehr als Last, sondern viel mehr als Entlastung, als Hilfe, als Sicherheit.
Der eine Hund zieht, weil er eine volle Blase hat. Der andere Hund zieht, weil er eine unglaubliche Erregung im Körper hat. Der andere Hund zieht, weil er wahrscheinlich von weitem irgendeinen Reiz gesehen hat und dahin möchte. Also jeder Hund ist anders, jede Ursache ist anders, individuell. Und dementsprechend muss auch die Trainingsmethode individuell sein. Be the Tree ist eine Methode von vielen. Achtet nur darauf, dass ihr einen fairen Umgang mit eurem Hund habt, ja, dass ihr geduldig seid, gut gelaunt seid, nicht gestresst seid. Und wenn das alles nicht hilft, sucht euch doch einfach professionelle Hilfe. Ansonsten würde ich sagen, Leine dran und raus mit euch. Habt ihr von dieser Be the Tree Methode schon mal was gehört? Oder vielleicht von anderen Methoden, mit denen ihr erfolgreich wart? Schreibt mir das einfach unten in den Kommentaren.